Herzlich willkommen beim Wetter für drei für unsere drei Bundesländer an diesem Sonntag. Ja, der startete schon überall in Mitteldeutschland richtig schön. Blauer Himmel, zum Teil ein fantastischer Sonnenaufgang. Und es wurde auch hochsommerlich warm. Zum Teil wurde ein meteorologischer Sommertag, das heißt mit Temperaturen über 30 Grad erreicht. So zum Beispiel in Coswig bei Dresden, in Lößnitz, in Greiz oder auch in Apolda mit 31 Grad in den Nachmittagsstunden. Allerdings bleibt es nicht so mild, denn diese Front wird uns morgen überqueren und dahinter dreht der Wind wieder auf Nordwest. Somit muss man sich in den nächsten Tagen wieder ein kleines bisschen wärmer anziehen, wie man hier an der 15-Tage-Trendkurve von Leipzig sieht. Am Dienstag nur Höchstwerte um die 18 Grad, dann geht es allerdings allmählich wieder bergauf. Heute Abend erwartet uns erst einmal eine laue Sommernacht und erst zum Sonnenaufgang gehen die Temperaturen auf Werte zwischen 15 und 9 Grad zurück. In Sachsen sieht man häufig die Sterne, ansonsten wird es zum Morgen hin im Westen die ersten Schauer und auch Gewitter geben. Die breiten sich dann morgen im Laufe des Tages weiter nach Osten aus. Zunächst allerdings Richtung Oberlausitz noch viel Sonnenschein, hier bis zu 27 Grad. In Thüringen eher die dicken Wolken, immer wieder Regen. Und im Laufe des Tages sind überall mal teils kräftige Schauer und Gewitter möglich. Allerdings wird es nicht jeden erwischen. Das Ganze morgen bei 14 bis 25 Grad. Ansonsten, hier geht's weiter mit dem Sandmännchen. Tschüss.